Herzlich willkommen zum Screencast Lesezeichen mit Edotext auf dem iPhone anlegen. Edotext ist eine Plattform, die beim Teilen und Sammeln von freiem Lehr- und Lernmaterialien hilft. Auf mobilen Geräten können Lesezeichen ebenfalls mit Edotext gesammelt und geteilt werden. Auf dem Weg zur Schule habe ich spannendes Material zur Französischen Revolution gefunden. Gern würde ich dieses Material speichern und zu Hause näher sichten. Mit Edotext kann ich das Material speichern und zu Hause nochmal anschauen. Wie das geht, zeige ich Ihnen jetzt. Auf mobilen Geräten muss das Bookmarklet manuell installiert werden. Wichtig ist zu erwähnen, dass die Installation für iOS-Geräte leicht anders von der für Android-Geräte ist. Wir beginnen also mit der Installation für iOS-Geräte. Für die Installation öffnen wir Safari und gehen auf eine beliebige Seite, zum Beispiel Google. Dann klicken wir auf den Share-Button. Es erscheint folgendes Fenster, unter dem wir das Symbol Lesezeichen finden. Wir klicken nun auf Lesezeichen und speichern Google als Lesezeichen, indem wir auf Sichern klicken. Dann rufen wir die Edotext-Seite auf. Unter Tutorials finden wir Informationen zum Installieren des Bookmarklets. Scrollen Sie bis zum Ende, dort erscheint ein JavaScript-Code. Diesen müssen wir durch Markieren vollständig kopieren. Dann öffnen wir erneut eine Webseite. Klicken Sie dann auf das Buchsymbol oben links. Es erscheint eine Liste mit Ihren Lesezeichen, die Sie bereits angelegt haben. Darunter ist auch Google zu finden. Klicken Sie nun auf Bearbeiten, dann auf Google. Nun können Sie die URL dieses Dummy-Lesezeichens löschen und den JavaScript-Code im URL-Feld einfügen. Ebenfalls können Sie Google ändern, zum Beispiel in Add to Edutext. Von nun an können Sie dieses Lesezeichen als Bookmarklet für Edutext benutzen. Zurück zu meinem Fund aus dem Zug. Jetzt kann ich meine Entdeckung zur Französischen Revolution speichern. Dafür klicke ich auf das aufgeschlagene Buch und wähle Add to Edutext. Nach einigen Sekunden erscheint dann die Maske von Edutext. In das Feld Tags können frei wählbare Schlagworte hinzugefügt werden, die die Materialien inhaltlich widerspiegeln. Auch Kommentare können hinzugefügt werden, damit andere Benutzer wissen, was diese Ressource besonders macht. Am Ende darf man nicht vergessen zu speichern. Dank Edotext kann ich daheim meine im Zug gefundenen Materialien in Ruhe sichten. Ich finde sie unter meinem Profil auf Edutext. Das war unser Screencast zum mobilen Bookmarken mit iOS-Geräten auf Edutext. Weitere Tutorials finden Sie auf der Edutext-Seite. Wir wünschen viel Spaß mit Edutext.